Die neuen Lautsprecher sind da. Aber wie stellt man ein paar Stereoboxen überhaupt richtig auf? Das Wichtigste ist ein Platz mit direkter Sichtverbindung zum Lieblingssessel oder Sofa. Denn optimal klingen Hi-Fi-Boxen nur an einem Punkt. An der Spitze eines Dreiecks, bei dem Hörplatz und Lautsprecher ungefähr gleich weit voneinander entfernt sind. Nur hier ergibt sich ein korrektes Stereoklangbild, in dem die Position einzelner Instrumente genau herauszuhören ist. Nun geht es ans Anschließen. Wichtigstes Accessoire: die Lautsprecherkabel. Sie sollten nicht zu dünn sein und mindestens einen Querschnitt von 2,5 Quadratmillimetern haben. Die häufig mitgelieferten Sparlitzen sind also höchstens eine Notlösung. Für guten Klang auf gleiche Länge der zwei Kabel achten, auch wenn eine Box näher am Verstärker steht als die andere. Und im Zweifelsfall einen Meter zugeben, dann fällt das Anschließen leichter. Die Kabelenden mit einem Cuttermesser vorsichtig abisolieren. Dabei etwa 1 cm der Kunststoffhülle entfernen und die blanken Adern so verdrillen, dass keine Drähte mehr abstehen. So gibt es später im Betrieb keine Kurzschlüsse. Zur Sicherheit den Verstärker ausschalten, weil unkontrollierte Signale den Lautsprecher beschädigen können. Nun kommen die Boxenkabel in die Klemmen am Verstärker. Dabei auf richtige Polung achten. Das heißt, die rot markierte oder sonst wie als Plusleiter gekennzeichnete Ader gehört in die rote Klemme. Die zweite Ader kommt in die schwarze Klemme desselben Klemmenpaars. An den Lautsprechern genauso. Rotes Kabel in die rote Klemme und schwarz auf schwarz. Wird die Polung vertauscht, kann zwar nichts kaputt gehen, aber das Klangbild wirkt völlig diffus. Instrumente lassen sich im Raum nicht mehr orten und der Bass verliert hörbar an Kraft. Genauso wenig sollte man übrigens den rechten und den linken Kanal am Verstärker vertauschen. An hochwertigen Hi-Fi-Boxen gibt es häufig doppelte Klemmen mit Verbindungsbrücken. Diese Metallbrücken nur dann entfernen, wenn Bass- und Mittelhochtonbereich von separaten Lautsprecherkabeln versorgt werden sollen. Manche Verstärker spendieren diesen Zusatzkabeln sogar eigene Leistungsendstufen. Der Fachmann nennt das B-Amping. In der Regel bleibt die Brücke aber dran, ganz gleich an welches Klemmenpaar das Kabel angeschlossen wird. Jetzt macht die Anlage bereits Musik. Sollten die Boxen noch nicht optimal klingen, am besten mit der Aufstellung experimentieren. Zu geringe Entfernung von der Wand lässt Bässe dröhnen und Bassreflexöffnungen auf der Rückseite brauchen ein paar Zentimeter Mindestabstand. Die Hochtöner sollten sich möglichst auf Ohrhöhe befinden. Steht der Lautsprecher zu hoch oder zu tief, klingt es dumpf. Ein Anwinkeln zum Hörer hin kann die akustische Abbildung der einzelnen Instrumente verbessern. Mit anderen Worten, jede Positionsänderung der Lautsprecher wirkt sich direkt auf den Klang aus. Experimentieren Sie einfach ein wenig. Es lohnt sich.